Willkommen zurück bei The Wolf Among Us. Ja, die letzte Folge war mal ein bisschen länger als die davor. Wir haben auf jeden Fall herausgefunden, wo die Tür vom Crooked Man zu finden ist. Central Park. Und auch dort machen wir uns jetzt auf den Weg, denn wir wollen unbedingt herausfinden, wer verbirgt sich hinter The Crooked Man. The Gothic Bridge, Central Park, 94. Straße, nachts. Tim, what the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Thanks, by the way, for leaving off Tiny. Tiny Tim. I have to admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. But I get it. You're not here on a social call. Hold on. You've just been waiting for me to show up? You knew I was coming? That's what they told me. I don't know, they said you made it pretty clear. I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. Please don't make this hard on me. Fine, lead on. Ja, dann bin ich mal gespannt. Thanks for understanding. This is all I'm here to do, and I don't want to mess it up. I know I'm probably the last person you'd expect to be a guard. You shouldn't be here, Tim. This place is dangerous, especially for someone like you. It's not like that. Whatever you may think of him, he doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job! And I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe? Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fabletown is gonna get caught in the middle. I understand the position you're in, but you don't have to do this. There are other things you could do. So it's just that easy? Maybe not, but you don't want to be a part of this. A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you, but we need him too. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Thanks. Am I some kind of a fucking joke to you? What did I tell you, eh? Stop laughing. Go ahead. Oh, you got a job to do. I ain't. Sheriff Wolf, sir. Thank you, Tim. I know the sheriff isn't the accommodating sort, but you handled it. You did well. You can go now. Thank you, sir. You see, everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss.
Oh mein Gott, ich glaube, das war's für diese Episode. Das nächste Mal bei The Wolf Among Us. I've heard stories about you. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. And they would wait, hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh well. Ja, es tut mir leid, es ja, es ist richtig mies gelaufen jetzt mit der letzten Folge für diese Episode. Und ich könnte natürlich jetzt den Start von Episode 5 noch dranhängen, aber das möchte ich einfach nicht. Ich möchte einfach die Spannung und die Vorfreude auf Episode 5 ein bisschen in die Länge ziehen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal schön der Reihe nach durch, wie denn die Entscheidung, die ich gefallen habe, die Community gefallen hat. Und vielleicht könnt ihr auch dann gleichzeitig auch direkt kommentieren, welche Entscheidung ihr gewählt hättet, ob ihr genauso entschieden hättet. Fangen wir mal das erste an. Did you send Colin to the farm? Ja. Wir und 85,5% anderer Spieler haben sich entschieden, Colin nicht zur Farm zu schicken. Wie seht ihr das? Did you attempt to remove Nerissa's ribbon? Ja, wir haben ihr Halsband nicht entfernt. Jedenfalls nicht versucht zu entfernen. Genauso wie 63,8%. Wären andere von euch so herzlos gewesen und hätte sie ihr einfach abgenommen. Wer weiß, vielleicht wäre sie dann tot umgefallen. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Ja, which crooked operation did you investigate first? Ja, so wie ich und 63,2% aller anderen Spieler haben sich dazu entschieden, erst zum Metzger zu gehen und danach den das Pfandhaus aufzusuchen. Dann, did you send Toad to the farm? Ja, 73,3% der Spieler und ich haben sie uns entschieden, Toad nicht zur Farm zu schicken, sondern ihm das geklaute Geld aus Cranes Mantel zu geben, damit er und sein Sohn sich ein Glamour anschaffen können und in der Welt leben dürfen. Was ich finde auch eigentlich die richtige Lösung war. Ja, how did you respond to the Crooked Man? Ja, wie haben wir reagiert? Wir haben uns nicht hingesetzt, wir haben uns nicht angehört, was er zu sagen hätte, wir haben ihn auch nicht angeschrien oder angeschnauzt oder beschimpft. Nein, wir haben mit 43,7% aller anderen Spieler uns einfach eine Zigarette angesteckt. Und das, muss ich sagen, war auch wieder ein dramatisches Ende mit dem Feuerzeug. Man hört es klacken, schnippen und dann nur noch Schwarzblende. Dieses Spiel, ich muss es ganz ehrlich sagen, ist einfach großartig gemacht. Also, dafür verbeuge ich mich vor Telltale Games, dass man diese Comics in der Art und Weise umgesetzt hat. Genauso wie The Walking Dead, auch eine großartige Umsetzung der Serie an sich als Spiel, genau in dieser gleichen Form wie hier. Auch The Walking Dead wird auf jeden Fall noch auf diesem Kanal kommen. Da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen, wenn ihr denn auch dieses Format an sich mögt. Ja, und dann muss ich leider sagen, ist die Folge ja jetzt zu Ende. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben, auch wenn es eine sehr kurze Folge ist und ich jetzt viel mehr geschwafelt habe als sonst in den ganzen anderen Folgen von The Wolf Among Us. Aber ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn Episode 5 startet bei The Wolf Among Us.